Ersten Mal jetzt, oder? Servus, liebe Leute von Fußball vor Ort, hallo Zuschauer. Freut mich, euch heute begrüßen zu dürfen. Wir haben heute den Amer Cekic zu Gast. Amer ist seit 3 Monaten beim ersten FC Schweinfurt 05 da. Ja, gewechselt vom FC Bibinsried und ist jetzt auch voll im Fitness-Business eingestiegen. Also hat jetzt innerhalb von den letzten 8 Wochen 7 Kilo Muskelmasse aufgebaut. Da frage ich dich gleich mal, Amer, wie hast du es gemacht? Hast du den Trainingsplan von Leon Goretzka übernommen oder wer hilft dir da? Servus erstmal alle zusammen. Also tatsächlich war es so, dass nach dem Spiel gegen Schalke auf Schalke wurde beschlossen, dass der nächste Lockdown anfängt. Und ich habe mir derzeit ein paar Gedanken gemacht, boah, wieder Lockdown, wieder nur zu Hause und langweilig. Was kann ich Produktives tun für mich oder wie kann ich mich verbessern? Und ich folge seit einer gewissen Zeit auf Instagram dem jetzigen Personal Trainer von mir, dem Chris Gamperl. Und ich habe ihn dann auf Instagram angeschrieben und ihm gesagt, ob es eine Möglichkeit gäbe, dass wir zusammenarbeiten. Es ging dann relativ schnell, er hat mir relativ schnell geantwortet und mich zu einem, Probetraining eingeladen, wo er erstmal eine Diagnostik gemacht hat und wir dann angefangen haben, intensiv, zweimal die Woche miteinander zu arbeiten. Okay, also war es eigentlich sozusagen nur aus rein fußballerischer oder sportlicher Sicht, dass du mit dem Krafttraining und mit dem Muskelaufbau angefangen hast oder auch privat, weil es deiner Freundin gefällt oder? Also ich habe keine Freundin, aber es ist tatsächlich so, dass ich habe mir einfach Gedanken gemacht, wo kann ich mich verbessern, wo es Bedarf bei mir. Und da bin ich zum Entschluss gekommen, dass im athletischen Bereich ich viel Nachholbedarf habe und da beziehungsweise es gibt da viele Möglichkeiten für mich zu verbessern. Da ist großes Entwicklungspotenzial. Und mit dem Chris habe ich absolut einen Top-Typen gefunden, einen richtigen Fachmann, der sich damit auskennt. Eigentlich war mein Ziel eigentlich, schneller zu werden. Ja. So hat es eigentlich angefangen. Ich wollte einfach ein bisschen mehr Speed bekommen. Und er ist Speed-Trainer. Aber um schneller zu werden, muss man kräftiger werden. Das denkt man immer nicht. Man denkt immer, wenn man schwerer wird, wird man langsamer. Das ist, Bullshit. Man muss mehr Kraft haben, um schneller zu werden. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, das durchzuziehen. Aber waren jetzt 8 Wochen, 7 Kilo. Ist ein sehr, sehr guter Erfolg für mich. Aber ich bin noch nicht am Ziel. Okay, wie ist der Plan? Wann ist dein Ziel erreicht? Oder was ist genau dein Endziel? Hast du schon irgendein Ziel oder willst du erstmal so lange du willst trainieren, bis du zufrieden bist? Also ich hätte gern 65 bis 66 Kilo nüchtern. Das heißt, wenn ich am Morgen aufstehe und nach dem Schlafen halt, wo man, sage ich mal, 10 Stunden nichts gegessen hat, nichts getrunken hat, wenn ich dann auf die Waage gehe und 65, 66 Kilo habe, dann bin ich am Ziel angekommen. Momentan ist es so bei 63,5. Okay, deine Qualität ist gerade ein bisschen schlecht. Vielleicht könntest du mal ganz schnell dein Headset rein und rausziehen. Ja, klar. Vielleicht hilft es. Ich höre dich nämlich ziemlich abgehakt. Hörst du mich jetzt besser? Das ist gerade eher schlecht. Vielleicht ist es gleich besser. Hörst du mich jetzt? Auch schlecht? Ist immer noch halb so. Warte mal. Nur halb gut. Ich weiß nicht, woran es liegt. Besser? Okay, also es geht schon, aber es ist nicht optimal. Okay. Ja, es passt, es ist in Ordnung. Okay. Genau, dann wollte ich dich mal zu deinem Alltag ansprechen. Wie stark hat sich der verändert? Also dein Coach hat dir einen Plan gegeben. Wie stark hat sich dein Alltag verändert von der Ernährung her und wie oft trainierst du? Wie gesagt, ich arbeite mit ihm zusammen zweimal die Woche. Das ist jetzt nicht die Welt. Aber ich arbeite ja zusätzlich für mich alleine noch. Also wir arbeiten dann mit ihm mehr an so Beingeschichten und Oberkörper mache ich dann alleine. Wie hat er sich verändert? Nicht viel, um ehrlich zu sein. Ob du jetzt auf dem Fußballplatz trainierst oder dann, sag ich mal, in einem, sowieso was Ähnliches wie Gym, zweimal die Woche plus selber ab und zu mal
paar Klimmzüge draußen machst, da verändert sich jetzt vom Trainingspensum nicht viel, weil das Fußballspielen ja komplett eingestellt wurde. Okay. Wie schwer ist es, dich an den Plan zu halten oder da dran zu bleiben, oft Fitness zu machen? Ist es für dich schwer und hast du auch mal Cheat Days, wo du dann auch Lust hast, eine Cola zu trinken und einen Burger zu essen? Oder wie stark bist du eingeschränkt und legst du auch mal Cheat Days ein? Also um ehrlich zu sein, ich bin da gar nicht eingeschränkt. Wie gesagt, beim Zunehmen ist das Schöne, dass man viel Kalorien zu sich nehmen muss. Und natürlich sind die optimalerweise gesunde Kalorien, sage ich mal. Aber ich gönne mir auch ab und zu mal eine kalte Spezi. Da bin ich jetzt nicht so, dass ich sage, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Süßigkeiten waren nie so richtig mein Ding. Also ich habe da jetzt nicht so einen Fetisch für Süßigkeiten. Deswegen fällt mir das auch nicht schwer, darauf zu verzichten. Und ansonsten, mir schmeckt einfach, ja, so gesundes Essen schmeckt mir auch gut. Keine Ahnung. Ich sage immer, bei Ernährung ist es so, viele sagen ja, Weißbrot ist nicht gut oder Zucker ist nicht gut und das ist nicht gut. Also da gehen die Meinungen ja relativ weit auseinander. Der eine sagt, er will vegan leben, der andere sagt, Fleisch ist das Beste auf der Welt. Also da ist es ja wirklich verschieden. Und ich finde, jeder muss das für sich finden, was für ihn am besten ist. Also es gibt kein richtig und kein falsch für mich. Für mich ist es richtig, Fleisch zu essen, weil ich denke, dass Fleisch gute Sachen für mich hat und mir weiterhilft in dem, was ich tun möchte und mir auch relativ gut schmeckt. Und das ist ja das Wichtigste beim Essen, dass es gut schmeckt. Deswegen, keine Ahnung. Also ich denke, unsere Vorfahren haben auch mit Weißbrot und Fleisch überlebt. Also ich denke nicht, dass wir jetzt alle sterben, weil wir Fleisch und Weißbrot essen. Also es schränkt mich nicht ein zu deiner Ursprungsfrage zurück. Ich bin da wirklich, ich habe mir das so gelegt, wie es mir passt und wie ich auch Spaß am Essen habe. Und das soll ja auch irgendwie Spaß machen. Das ist ja kein Hexenwerk. Wenn du zunehmen willst, musst du einfach mehr Kalorien zu dir nehmen, als du verbrennst. Und deswegen einfach so viel essen, wie es geht und am besten gesund. Aber wenn ab und zu mal eine Spezi dabei ist, ist es jetzt auch nicht so schlimm. Okay, im Moment, ich ziehe mal ganz kurz mein Headset raus und wieder rein. Mir wurde gesagt, dass die anderen mich gut hören. Top, ja, Armer, also ist von der Qualität tipptopp. Während der Jonas jetzt kurz die technischen Details klärt, ich bin derjenige, der in der Community die Kommentare verwaltet und wir haben eine Frage reinbekommen vom Mirza, die ich gerne aufgreifen möchte. Ja. Kalorien wie Burek. Was hat es denn damit auf sich? Burek ist ja eine bosnische Spezialität. Das ist so eine, ja, wie sagt man, Teigrolle mit gefülltem Hackfleisch oder nicht Hackfleisch, sondern ich weiß jetzt auch gar nicht, Kalbsfleisch, aber so klein gehackt halt. Schmeckt extrem gut. Gibt es auch bei den Türken, heißt Börek, aber ist bei uns ein bisschen anders. Gibt es auch ab und zu. Wenn die Mama das kocht, dann esse ich das. Für mich ist das auch gar kein Problem. Das heißt, bei der Mama brauchst du gar nicht daherkommen mit, ich mache gerade Fitnesskonzept mit Ernährungsplan und das gibt mir mein Personal Trainer vor. Nein, also sie weiß es auch und sie sieht auch die Ergebnisse, sie freut sich auch drüber, aber es ist jetzt nicht so, dass ich zu ihr sage, heute musst du das kochen, weil ich brauche das und das unbedingt. Ich mache das eher selber, also ich habe da meine Supplements und Sachen, die ich zu mir nehme, wie Eiweißshakes und eine Kreatinkur und sowas. Das hilft ja auch extrem beim Zunehmen. Es geht einfach nur darum, Kalorien in sich reinzustopfen und einfach drei normale Mahlzeiten mit ein paar Zwischenmahlzeiten und alles ist gut. Was bringt dir denn mal ganz ehrlich diese Zunahme an Muskelmasse? Du bist ja eigentlich ein sehr technisch filigraner Spieler. Ja. Ja, ich sag mal so, meine Gegenspieler hatten schon immer Probleme mit mir, auch wo ich 55, 56, 57 Kilo schwer war. Ich denke, dass es jetzt nicht einfacher wird. Ich bin ein bisschen bulliger, ich bin ein bisschen stämmiger. Ich kann mich jetzt vielleicht auch mal so durchsetzen, dass ich nicht jedes Mal den perfekten Kontakt haben muss, sondern auch mal einen unsauberen und trotzdem Körper dazwischen stelle und am Ball bleibe oder einen Foul ziehe. Also es hat bestimmt mehrere Vorteile. Ich denke auch, dass ich durch das höhere Gewicht und die Mehrzahl an Kraft, die ich habe, jetzt vielleicht auch einen Ticken schneller geworden bin.
Aber wenn du einen Foul ziehst, fliegst du halt keine 5 Meter mehr weit, ne? Ja, das ist das Nächste, ja. Das, jetzt habe ich keine Flugeinlagen mehr. Sehr gut. Wir zeigen dir, bevor der Jonas gleich zurückkommt mit den nächsten Fragen, würden wir dir gerne 2 Fotos zeigen. Du hast ja auch einiges online gestellt. Wir haben ein Bild aus dem Sommer gefunden von dir und du sagst einfach was dazu, okay? Bist du bereit? Gerne. ich habe es schon in eurem Vortrag davor gesehen, wo ihr mich auf Insta verlinkt habt. Ja, vom Lauch zum Biest, so würde ich es noch nicht beschreiben. Ich würde es eher vom Lauch zum Normalo beschreiben. Also ich bin jetzt bei einem ordentlichen Gewicht, aber kein Biestgewicht. Ja, passt ganz gut, würde ich sagen. Ja, ich hatte wirklich wenig Kilos auf den Rippen. War ein Leichtgewicht, aber ich konnte mich immer gut durchsetzen, sage ich mal. Deswegen war jetzt nicht so schlimm, aber auf jeden Fall sieht es schöner aus und hilft mir bestimmt auch mehr auf dem Platz, wenn ich ein paar Kilos mehr habe. Also, das Bild haben wir natürlich auch. Wir möchten euch jetzt kurz zeigen, was das Problem ist, wenn ein Fußballspieler bei seiner Mutter auszieht und nicht mehr von ihr bekocht wird. Sag uns doch kurz dazu was. Man sieht, ich meine, ein paar Muskeln kann man erkennen, aber die sind mehr, weil ich einfach so dünn bin, dass das ist wie, wenn man sagt, bei dicken Frauen zählen große Brüste nicht, so zählen bei dünnen Leuten Muskeln auch nicht. Jetzt sieht es ein bisschen besser aus und schöner aus und das macht mich auch ganz glücklich. Da wird man auf einmal zur Spiegel-Selfie-Queen, ne? Das kennt man ja eigentlich sonst so von den Influencerinnen, oder? Dass sie solche Fotos machen. Tatsächlich habe ich mir das dann angeschaut. Das war, wo ich dann ein gutes Gewicht erreicht habe, das war nach dem Wiegen und das wollte ich mir dann auch mal anschauen, wie das so auf dem Spiegel ausschaut und ob das wirklich so einen Unterschied macht wie vom früher und die Resonanz drauf war auch extrem groß und es freut mich einfach, dass ich so schnell so gute Ergebnisse erzielen konnte. Du bist ja Vertragsfußballer, du darfst derzeit nicht mal trainieren. Musst das alles nur in deiner Freizeit machen. Ist das die Ansage an den Gegner? Wir dürfen zwar nicht mit der Mannschaft trainieren, aber ich komme zurück. Ich mache das nicht für die Gegner, ne? Also ich mache das ja in erster Linie für mich. Ob ich jetzt, keine Ahnung, ob die Gegner jetzt mehr Respekt vor mir deswegen haben, wage ich zu bezweifeln. Aber natürlich, wir dürfen jetzt in Kurzarbeit von Schweinfurt keine Sachen machen. Wir sind da komplett auf uns alleine gestellt, aber das hindert mich ja nicht daran, selber an mir zu arbeiten und mich weiterzuentwickeln. Super. Ich sag's gleich an die Community, weil dann übergebe ich wieder an den Jonas. Ihr dürft an den Armer auch Fragen stellen. Ich greife die auf, aber nur ausgewählte, die auch entsprechend passen. Und wenn der ein oder andere witzige Kommentar fällt, blenden wir den auch gerne ein. Also nochmal hier die Aufforderung an alle, wenn ihr Fragen habt, auch zur Situation jetzt hat, wie ein Spieler mental damit umgeht, dass er nur noch zu Hause in der Bude sitzen darf, stellt sie in den Armer gerne. Und dann möchte ich jetzt den Jonas zurückholen. Ich hoffe, dass die Soundprobleme gelöst sind. Ansonsten werde ich mir ein paar Fragen an dich aus den Rippen schneiden. Ich kenne dich lang genug, das ist kein Problem. Jonas, klappt's wieder? Hörst du uns gut? Also, Jonas? Ich höre es ziemlich. Ich weiß nicht, okay. Ist sehr gut, aber ohne Kopfhörer, es liegt dran. Ja, ich glaube, das wird nichts mehr, oder? Weil das hört sich ein bisschen an, wie wenn Jonas gerade irgendwie vom Mond zugeschaltet wäre zu uns. Ja, ich glaube, da muss man an der Leitung arbeiten. Das ist kein Problem. Dann springe ich spontan ein. Ein Wechselspieler, 95. Minute. Man sieht ja gestern am Beispiel von Kiel, dass auch zu solchen Zeiten man noch Geschichte schreiben kann. Aber ganz ehrlich, wenn du dir überlegst, du bist jetzt Regionalligaspieler. Dein Anspruch war es immer, aber Profi zu sein. Und gerade für euch Jungs, also da gibt es ja einige, die jetzt eben nicht diese Möglichkeit bekommen, trainieren zu dürfen. Denkt man sich da auch, ey, was ist da los? Die spielen eine Liga höher, dritte Liga und die dürfen trainieren, wir nicht?
Nee, also um ehrlich zu sein, das ist einfach so. Also es ist, war schon immer so, dass die erste, zweite und dritte Liga die Profiligen in Deutschland sind. Und das heißt, das ist deren Beruf. Ich meine, Fußball ist auch mein Beruf, weil ich bei einem Verein spiele, wo es jetzt in der Regionalliga vielleicht eine Ausnahme in Bayern ist, dass man da als Profi tätig ist, sage ich mal. Aber die Liga an sich ist einfach ja, semi-professionell, sage ich mal. Es ist sehr geteilt. Es gibt Vereine, die wo alle arbeiten nebenbei noch und, sage ich mal, als Hobby sehr hoch im Amateurbereich Fußball spielen. Und es gibt Vereine wie Bayreuth Schweinfurt, wo es darum geht, dass die Leute einfach unter professionellen Bedingungen arbeiten und einen Aufstieg in die dritte Liga anstreben. Soweit sind wir noch nicht. Ich hoffe, wir sind es im nächsten Jahr. Und dann machen wir uns dann auch keine Gedanken mehr, falls dann, sage ich mal, so etwas wieder vorkommen sollte, was ich mir natürlich nicht wünsche, aber ich gönne es den Leuten, die in der Bundesliga oder im zweiten oder auch meinem Kumpel Kasim in der dritten Liga, die da spielen Woche für Woche oder alle 3 Tage, die haben die Ressourcen vom DFB, dass sie sich testen lassen können, die gibt es einfach in den regionalen Verbänden nicht und damit müssen wir klarkommen, es akzeptieren und hoffen natürlich, dass es bald weitergeht und ja, wir als Schweinfurt, wir möchten natürlich nächstes Jahr im Profibereich angreifen. Ja, gerade wenn du Kasim ansprichst, er hat ja jetzt zuletzt bei Haching, er hat ja einen ähnlichen Weg eingeschlagen, den du dir auch wünschst, den du dir vorstellst, so mit dem Ziel dritte Liga. Kasim hat auch bei Pippin Street gespielt, ist dann über Türkgücü jetzt nach hoch umgekommen in der dritten Liga und es wird jetzt zu einem der Matchwinner dann im Spiel gegen Spielvereinigung unter Haching. Wie lange dauert es noch, dass wir sowas über dich aufschreiben können? Ich hoffe, nächstes Jahr. Ich werde alles dafür geben. Deswegen quäle ich mich jetzt in diesem Lockdown. Ich quäle mich da durch. Ich mache mich fit. Ich mache mich bereit, dass ich dann, wenn es wieder losgeht, die bestmöglichste Version von mir selber bin und der Mannschaft am bestmöglichsten weiterhelfen kann, die Ziele zu erreichen. Ich brenne drauf. Ich will unbedingt in den Profifußball, auch mit 28 noch. Es hat sich nicht verändert. Kasim ist da ein Rollenbeispiel, wie es gehen kann. Letztes Jahr bei Türkgücü aufgestiegen und dann zu einem anderen Aufsteiger gewechselt und ja, sorgt dort jetzt für Furore in der dritten Liga, was ich eigentlich nie bezweifelt habe, weil ich kenne seine Qualität und ich gönne es ihm vom Herzen, weil er ist ja auch einer meiner besten Kumpels und schade, dass wir es nicht zusammentun, aber dann nächstes Jahr als Gegner muss er sich warm anschneiden. Das heißt, Ziel ist für dich eigentlich dieses Jahr mit 2 Mannschaften den Aufstieg zu schaffen, oder? Klar, also wenn es im Futsal Pippin Street, also, die schaut ja auch ganz gut aus. Warst du in der aktuellen Situation, Saison ja auch im Kader gestanden, richtig? Richtig, richtig. Pippin Street, wenn sie aufsteigen, dann werde ich natürlich mich mit denen freuen, weil es war ja auch, ich war ja lange Teil dieser Mannschaft, die Saison wurde ja fortgesetzt. Wir haben zu dem Zeitpunkt einen unglaublichen Lauf gehabt und natürlich habe ich. Das habe ich aber auch schon öfter gesagt, Pippin Street und dem Trainerduo und auch allen Verantwortlichen dort, das zu verdanken, wo ich jetzt bin und dass ich, nur Fußball spielen kann und davon mein Geld verdienen kann. Wir holen ein paar Fragen aus der Community. Bei der ersten darfst du ein bisschen lachen. stopp, ganz kurz, Amar, die geht gleich mit einher, weil wir haben auch eine Lokalsportreporter-Legende hier von den Dachauer Nachrichten, den kennst du auch sehr, sehr gut. Und ich glaube, Bruno Helke vom FC Pippin Street, der regelmäßig über Pippin Street für die Lokalzeitung schreibt. Also, die beiden fragen nach deiner Geschwindigkeit. Schneller als Moru werde ich mit Sicherheit nicht. Das geht nicht, das ist auch unfair. Der ist, einfach vom Speed her von Gott geküsst worden, keine Ahnung. Also das ist unfassbar, wie schnell der ist. Darum geht es mir auch nicht. Ich möchte nicht schneller als Moru werden, weil ich das nicht kann. Aber ich möchte schneller werden, als ich im Sommer oder davor einfach war. Darum geht es mir. Ich möchte die bestmöglichste Version von mir selbst sein und nicht schneller als irgendjemand anderes. Das heißt, du hast deine Zeit schon gestoppt auf 100 Meter? Ja, 100 Meter ist für den Fußball ein bisschen viel, sage ich mal. Also ich denke, 30 Meter ist da der Leitwert.
Ich habe sie. Du denkst, du bist Bolzer, gell? Ich habe sie tatsächlich bei Schweinfurt im Sommer haben wir einen Sprinttest gemacht. Werden wir sicherlich vielleicht nochmal machen, ich weiß es nicht. Ansonsten kann ich das ja auch mal privat austesten, ob es wirklich was gebracht hat. Ich bin mir relativ sicher, dass es ein bisschen was gebracht hat. Und auch wenn nicht im Speed-Bereich, dann einfach nur, dass ich kräftiger geworden bin. Und das hilft mir auch in Zweikämpfen. Und deswegen, es kann nur Vorteile haben. Und deswegen bin ich da zufrieden. Ob ich der neue Ayrton werde? Ja, Bruno, das werde ich nicht. Ayrton war fett, ich bin nicht fett. Ich bin nur ein bisschen kräftiger geworden und der Kugelblitz werde ich auf gar keinen Fall. Wir möchten bitte jetzt noch den Serkan mit ins Boot holen, der von dir wissen möchte, wer ist denn dein Idol? Schon seit einigen Jahren der beste Fußballer in der Geschichte, Lionel Messi, klar. Für mich schon immer mein Idol gewesen. Die Art und Weise, wie er Fußball spielt und was er Woche für Woche auf dem Platz bringt, ist einfach herausragend, eine Inspiration. Und natürlich versucht man sich gewisse Dinge abzuschauen, aber ja, das ist unmöglich. Es ist wie gesagt ein Idol, weil er einfach wie kein Zweiter ist, aber nicht jetzt, weil ich ihm nachahmen möchte. Wie verfolgst du die aktuelle Situation in der dritten Liga? Mit Türkic habt ihr euch letztes Jahr noch duelliert, dann sind die hochgegangen in einer Liga, wo ihr, wenn es normal gelaufen wäre, ihr auch noch eine Chance gehabt hättet, dabei zu sein. Hat man das im Hinterkopf oder ist es schon komplett abgehakt und du sagst, wir packen jetzt dieses Jahr den Aufstieg und ab Sommer geht es dann in derselben Liga los? Also bei uns ist das kein Thema. Wie gesagt, es ist entschieden worden, dass die Saison fortgesetzt wird. Wir haben dieses Jahr die Möglichkeit, trotzdem eine Aufstiegsrunde zu spielen. Wir wurden ja um nichts beklaut, sage ich mal. Klar kann man sagen, 9 Punkte sind einholbar, vor allem wenn man noch gegeneinander spielt. Es gibt immer die Möglichkeit, dass man patzt, aber gut, die Situation war so. Wir haben sie angenommen, wie sie ist. Und versuchen jetzt in diesem Jahr das Maximum aus uns rauszuholen. Ich denke, das ist das Wichtigste, dass man aus jeder Situation, egal wie schlecht sie aus ist, einfach versucht, das Beste draus zu machen. Und das wollen wir. Und deswegen werden wir dieses Jahr natürlich alles geben, dass wir am Ende in dieser Playoff-Runde als Sieger hervorgehen und dann auch das Relegationsspiel hoffentlich positiv bestreiten. Gerade so eine Playoff-Runde ist ja nochmal was ganz anderes als eine Liga, ne? Also das hat man jetzt zum Beispiel bei Bayern gestern im Pokal gesehen, wenn es um so Endspiele geht, dann fliegt auf einmal sogar Bayern gegen Kiel raus. Siehst du es als Gefahr oder hättest du dir gewünscht, dass eine Saison einfach normal zu Ende läuft und der Erste einfach Relegation spielen darf? Ja, die Sache ist, wenn man die Saison fortsetzt, kann man das ja nicht so machen. Ich denke, weil dann startet eine Mannschaft mit einer höheren Punktzahl als die andere Mannschaft und das ist dann irgendwo vielleicht auch ein bisschen Wettbewerbsverzerrung, ich weiß es nicht. So ist es am fairsten, denke ich. Jede Mannschaft, die in den Top 4 ist, hat die Möglichkeit aufzusteigen. Dadurch, dass es eine Playoff-Runde wie im Basketball ist, im Basketball ist glaube ich Best of 7, hier ist Best of 5, wenn mich nicht alles täuscht. Das heißt, du musst gegen eine Mannschaft 3-mal gewinnen, um weiterzukommen. Das heißt, so es hat Vor- und Nachteile, klar. Also du kannst an einem Tag kannst du sage ich mal besser sein und dumm verlieren, aber du hast dann trotzdem die Möglichkeit, es im nächsten Spiel besser zu machen. Das heißt, es ist nicht ein Spiel und du bist raus, sondern ich glaube, dass im Endeffekt in diesen Playoff-Runden schon wirklich die bessere Mannschaft mit der besseren Qualität sich durchsetzt, weil wie gesagt 3-mal gegen denselben Gegner zu gewinnen. Da musst du auch einfach besser sein als der Gegner. Das kann vielleicht in einem Spiel, in zwei, lasse ich mich auch noch überreden, mal sein, dass man als glücklichere Mannschaft weiterkommt oder ja, im Endeffekt erfolgreicher ist, aber nicht, wenn man 3 Spiele gewinnen muss. Da muss schon, ich sag mal, eine Qualität sein, um sich da durchzusetzen. Und jetzt mal ganz böse und offensiv gefragt, die Qualität habt ihr mit Tobi Strobel jetzt? Weil bei Schweinfurt waren die Ansprüche, seitdem ich Journalist oder Sportjournalist bin, immer schon genau diese, von denen du gerade sprichst. Ich weiß. Eine andere, ne? In Schweinfurt ist natürlich, ist ja auch ein Traditionsverein. Der Verein hat hohe Ziele, hatte immer hohe Ziele.
und hat auch dieses Jahr hohe Ziele. Was dieses Jahr vielleicht von den letztjährigen Jahren unterscheidet, kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Ja, das wird sich dann im Endeffekt im Mai, Juni rausstellen, ob wir das Zeug dazu haben, ob wir gewappnet sind dafür. Ich glaube schon. Ich glaube, es steckt sehr, sehr viel in uns. Wir haben das auch unter anderem im Schalke-Spiel, sage ich mal, 60 bis 75 Minuten bewiesen, dass wir mit einem Bundesligisten mithalten können. Und wenn der Elfmeter reingegangen wäre, er hätte, wenn, aber, das gibt es im Fußball leider nicht. Aber ich sage trotzdem, wenn wir den Elfmeter machen, wer weiß, was da noch passiert. Man hat es gestern gesehen, dass ein Zweitligist die beste Mannschaft auf der Welt geschlagen hat im Elfmeterschießen. Dann. Ja, wenn du dich dann eine halbe Stunde, wenn du dann noch verteidigst und hin und her und dann im Elfmeterschießen, ist Glückssache. Also wir hätten auch vielleicht mit ein bisschen Glück gegen den Bundesligisten bestehen können. Das heißt, in der Mannschaft steckt sehr, sehr viel drinnen. Ob wir es dann im Mai und Juni, wenn es dann soweit ist, mit den Playoffs spielen, ob wir es dann zeigen können, ja, das ist viel Kopfsache auch. Es ist nicht immer nur eine Qualitätsfrage, es ist auch eine Mentalitätsfrage. Und ich bin aber überzeugt und habe große Hoffnung in das Trainerteam und in die Mannschaft insgesamt und ja, und in den ganzen Verein, dass wir im Sommer erfolgreich in die dritte Liga zusammengehen. Das ist doch eine geile Ansage. Nachdem du ein Bolzerkicker bist, muss jetzt noch eine Frage gestellt werden. Hey, weil Ammer ist ja jemand, der auf Teer fast besser spielt als auf Rasen. Darf ich das so böse sagen? Ja, darfst du. Man erlebt ihn leider viel zu selten auf Teer, also Publikum. Gegen wen hast du letztens zwei Kontakte gespielt und wer ist der Beste bei zwei Kontakten überhaupt? Ja, gegen Nuri selber habe ich gespielt. Wir haben uns da in meiner Garage ein bisschen erstmal so Krafttraining zusammen gemacht und dann zum Abwärmen haben wir ein bisschen zwei Kontakte gespielt. Ja, das war aber ein Schwan, weil die Decke war, keine Ahnung, vielleicht 2 Meter hoch oder 2,20 maximal. Da kannst du nicht gescheit spielen. Weiß auch nicht, wieso er sich jetzt da feiert, der Vogel. Der beste Zwei-Kontakte-Spieler, den ich kenne, ist auf jeden Fall Daniel Leugner. Ich kenne keinen, der in dem Spiel schlägt. Ich habe es oft versucht, bin oft gescheitert, obwohl ich als technisch sehr, sehr guter Spieler gilt. Daniel Leugner ist wahrscheinlich bei uns schon gesperrt, weil er die Kommentarspalte so zugestemmt hat, dass er nicht mehr kommentieren darf. Also heute haben wir bisher noch nichts von ihm gehört, wobei auch hier... Florian hat ihn schon verlangt, ja, aber... Ja, ich habe es ihm geschickt, aber ich weiß nicht, weil ich gesagt habe, ich werde seriös reden wollte, dass ich vielleicht gar nicht einschalte. So ist es. Ammer, wir wünschen dir, dem FC Schweinfurt, für die restlichen Spiele und für eine hoffentlich irgendwann mal beginnende Vorbereitung viel Glück, viel Erfolg, gebt Gas. Wir freuen uns alle, wenn ihr endlich wieder auf dem Platz stehen könnt. Ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau, grüß Tobi Strobel, bitte. Vielen Dank. Ja. Schöne Grüße zurück. Ich habe ihn schon gegrüßt, sollte schöne Grüße zurück sagen. Sehr schön. Und ich hoffe, dass es bald weitergeht und dass ihr dann auch mal normale Sachen wieder zum Schreiben habt. Sehr gut. Ich hoffe, wir können genau nämlich das schreiben. Was sind denn deine Ziele für die Zukunft? Wo siehst du dich in 2 Jahren? Meine Ziele sind auf jeden Fall, in den Profifußball zu kommen, in Deutschland. Und in 2 Jahren sehe ich mich in der dritten Liga auf jeden Fall. Super, das ist doch ein Schlusswort. Ammer, ganz herzlichen Dank. Ciao, ciao. Ciao, servus.